Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Bioshock. Ja, in der letzten Folge sind wir stehen geblieben. Nun müssen wir irgendwie zum Big Daddy werden. Worauf ich ehrlich sagen würde, nein. Aber wir müssen es trotzdem machen, aber... Hey, ne? Deswegen... Gehen wir doch gleich hier weiter. Ja, das versteht man selten. So, jetzt haben wir einen Big Daddy gefunden, den wir natürlich auch nochmal... Also erstmal eine Liste ist da nochmal. Nehmen wir doch mal das hier raus. Zu bekommen ist extrem schwer. Ja, kein Ding. Wir sind ja hier auch wieder voll. Bitte, Papa Sochan, ich will nicht auf den Tisch. Boah. Zeit für die Haie, süßer Engel. Alter. Die Tuniken, neues Tunikum, Zeltblocker 2. Wollen ihre Gegner ihre rechtmäßige Eigentum wegschließen? Holen sie zurück. Mit dem neuen Zeltblocker 2. Hexmart will, dass sie bekommen, was sie verdienen. Das ist doch nett. Hey, ja. Und noch ein Phänomen. Noch mehr. Pheromone. Ich muss ja schön stinken. Mann, ey, die kriegen alle mehr Schaden und mehr Leben, ey. Langsam wird's unfair. Nope, nix. Ach du Scheiße. Hier geht's ja richtig ab, ey. Okay, nächster Punkt. Ah, noch mehr Pheromone. Der perfekte Widerling. Na los.
Sie macht mich. Du spürst ein schwaches Blatt, Kleiner. Du bist nur zu gespleist, um es zu merken. Schleich dich lieber nach Hause zu deiner Gänsemutter. Andernfalls wirst du gleich Dreck fressen. Ja. Ich vertraue dir nicht, aber ich muss es ja machen. Sie hat mich jetzt auf dem Schirm mit dem Manipulieren. Ich weiß, warum es Kinder sein müssen. Aber warum nur Mädchen? Das kann ich nicht begreifen. Auch wenn ich weiß, dass es so ist. Fontaine sagt, so braucht man im Waisenhaus nur eine Toilette. Es ist faszinierend zu beobachten, was das Adam mit ihren kleinen Körpern anstellt. Ihre eigenen Zellen werden durchweg durch neue Stämme ersetzt, sobald sie beschädigt werden. Diese Kinder sind praktisch unverwundbar. Es ist eine Schande, dass das nicht mit Erwachsenen funktioniert. Es gäbe sicher einen großen Markt für unverwundbare Männer. Ja, vermutlich. Jetzt bin ich ja schon wieder hier. Ich glaube, mir möchte was explodieren. Ja, aber es muss doch hier hin. Da bin ich jetzt wieder blöd. Ich glaube, ich muss da bloß nicht runter. That's right, Luca. Aha, jetzt geht man da hoch. Hier findest du den Stimmenverzerrer, mit dem du dich wie ein Big Daddy anhörst. Der hässliche Kreatur. Mein Gott, ey. Sie hasst drei Dinge. Den freien Mann, den freien Weg und... Aha, hier kriegt man also den Stimmverzerrer her. Alter, da habe ich viel Geld, ey. Ja, rennen wir weiter im Kreis herum. Irgendwann kann man die jetzt noch fotografieren, ne? Gut, dann retten wir sie wieder. Weil ich hab das Gefühl, gleich kommt der nächste Big Daddy. So ist die zweite Little Sister, die wir haben. Vielleicht kriegen wir noch eine dritte hin. Das war die letzte, wir haben doch noch eine. Ich habe gerade das Achievement bekommen, alle Little Sisters zu retten. Aber da sind doch noch welche übrig. Ich weiß.
Das ist doch witzig. Ich meine, ich kann's halt. Ja, gehen wir doch mal ran. Erstmal holen wir uns das hier. Neues Tunikum, Alarmexperte 2. Werden ihre Hacks immer noch von Alarm unterbrochen, dann brauchen sie noch heute Alarmexperte 2. Eingehend Tunikum vom Hack Smart. Alles klar. Alter, wir machen uns gerade. Machen uns gerade selber zum Big Daddy. Wie dumm kann man eigentlich sein, ey? Das ist hart, ey. So, ohne das Sonic zu hinterfragen oder einfach hinnehmen. That's true. Leider war. So hab ich sie gefunden. So hab ich sie gefunden. Ja, moin. So, wo geht's denn weiter? Hier Tür aufmachen und Goodies. Hey, was ist dumm, Mann? Ich gebe zu, dass es vorausschauend von Fontaine war, das Plasmidgeschäft aufzuziehen. Aber der Mann hat noch nie was vom Vertrieb verstanden. Da hat er schon diese wunderbaren kleinen Mädchen und er zeigt sie nicht. Ich habe mir gerade das neue Design der Plasmidautomaten angesehen. Sie sind genau so geworden, wie ich sie mir vorgestellt habe. Ich sage es ganz deutlich, wenn sie gut präsentiert werden, sind diese Little Sisters Gold wert. Ja, bloß schade, dass man das aufs Leben der anderen aufbaut, ne? Du kommst besser rein. Mein Gott, ey. As easy as that. Da muss ich gar nichts austauschen. Waffen-Upgrade. Nice. Und jetzt noch das fast letzte. Achso, das gilt auch schon als alle. Ich hab das Gefühl, ein paar Waffen wurden hier mit dem DC zugefügt. Entweder spiele ich hier gerade schon das DLC, aber manchmal weiß ich dann nicht. Ich habe ein schönes Achievement bekommen. Ich habe alle Little Sisters befreit. Oder ausgebeutet. Und dann hat Schiffen bekommen. Ich habe fast alle Knudeln gefunden. Also 53, ne? Was schon eine Menge ist. Ne? Ist schon eine Menge. $500 wieder, ey. Ist doch nett. So, jetzt raus hier wieder, ey. Klar. Atlas ist ein Freund des Parasiten. Seien Sie kein Freund von Atlas. So, wie kommen wir jetzt? Ist das hier denn? Boah, Alter, ist das assi. Ich mach die ganze Zeit die Geräusche. Ja, ich bin jetzt zum Big Daddy geworden. Nice. Also, was die Geräusche angeht. Ich habe mich schon gewundert, warum stöhnt die ganze Zeit zum Big Daddy, aber das bin ich.
Ist das lame, ey. Damage Research. Sie müssen sie dort treffen, wo es weh tut. Die neue Damage Research 2 ermöglicht es ihnen, die Schwachstellen ihrer Gegner mehr als zu ihren Vorteilen auch nur auszunutzen. Nice. Aber selbst mit Arc krieg ich da kaum was hin, ne? Das ist jetzt schon lame irgendwie so ein bisschen, ne? Das ist nicht nice. Habe ich schon die Schuhe? Den Spruch, es ist genauso real wie alles, was in der Zeitung steht, ist halt genial. Ach man, warum bin ich so blöd und lass mich zum Big Daddy machen? Bin ich wieder manipuliert worden? Oder ist der Charakter wirklich so blöd? Ah. Ich frag ja. So, das nächste Teil. Jetzt hier runden. Ist das ein Splicer? Spider-Splicer. Also. Was ist schief mit der? So, herzlichen Dank. Nice, mehr Adam. Gesundheit Upgrade. Eve Upgrade. Und dann, was kann man sich sonst noch hier gönnen? Frozen Field, haben wir alles schon. Winterblast 3 brauche ich nicht wirklich. Zorn brauche ich auch nicht. Tempo-Hack auch nicht. Ah. Irgendwie komisch. Bin falsch abgebogen anscheinend. Da bin ich auch falsch. Oh. Aber hier war ich doch schon. Habe ich mich hier gehört und ich habe nur gedacht, ich war hier. Das kann alles sein. Ich erinnere mich an viele Sachen nicht mehr. Aber ich glaube, es wird am besten Zeit, hier die Folge zu beenden. Ja, ein bisschen kürzer. Passiert einfach mal. Man sieht sich dann hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Und ja, bis dahin. Ciao, ciao und haut rein.